Hallo, dieses Video ist etwas anders als alle so, was, 200 Videos, die ich bisher veröffentlicht habe, da es eine Moral gibt zu der Geschichte. Nämlich, Muslime, so bitte nicht. Das ging los mit YouTube Muslim Sofian M., der mir einen Kommentar schrieb, in welchem ich als Lügner bezeichnet wurde und als völlig unwissend. Der gute Sofian M. scheint nicht allzu viel von höflicher Zurückhaltung zu wissen. Vollidiot, Alter. Trottel. Auch macht er viele Worte, ohne wirklich etwas zu sagen. Und er hampelt hin und her und ohne Struktur, ohne Konzepten. In seinem kritischen Kommentar, den er mir geschrieben hat, habe ich auch nicht verstanden, wer hier wirklich gemeint ist. War manchmal du und dann wieder euch und vielleicht ist ja der Einfluss des Koran, in dem das ja auch ständig passiert. Aber der Inhalt des Kommentars, wie auch später Diskussion, war unlogisch, konfus. Zum Beispiel die Aussage, ich bin überzeugter Muslim, nicht wirklich beweist, dass wir absichtlich die Unwahrheit sagen und daher lügen. Das eine hat mit dem anderen absolut nichts zu tun. Aber seine Ziele sind hoch gesteckt, keine Frage. Er will also die Existenz eines Gottes belegen, sowie die göttliche Quelle des Korans und dabei noch die Evolutionstheorie widerlegen. Und Atheisten auch. Und das mit wissenschaftlichen und auf Tatsachen beruhenden Beweisen. Und genau so war dann auch die Diskussion. Unlogisch, albern, kindisch, ungehobelt, ignorant, ungebildet, aber höchst amüsant. Für mich jedenfalls. Sofern M. versteht gar nicht, dass eine göttliche Quelle die Existenz eines Gottes voraussetzt. Logik halt. Und wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine Quelle für die Existenz. Oder dass die Existenz eines Gottes die Existenz von Atheisten aufhebt. Automatisch. Schon ein seltsamer Vogel. Ich kann und werde jetzt nicht die ganze Stunde abspielen, sondern werde einige relevante Teile adressieren und wer Wert drauf legt, kann das Original auf archive.org anhören. Ich tue den Link unten hin. Nicht, dass jemand denkt, ich schneide Teile raus, in denen Sofian M. mich dann tatsächlich widerlegt oder mir, Gott behüte, etwas belegt. Die ersten 30 oder 40 Minuten habe ich nicht aufgezeichnet, da ich eigentlich ursprünglich nur mal hören wollte, worum es hier ging. Und danach wollte ich Sofian M. nicht blamieren. Aber er bestand drauf, dass ich das Gespräch aufzeichne und auch veröffentliche. Stell das online! Also mache ich das dann ganz nach seinem Wunsch, gegen meine moralischen Bedenken. Und das Ganze geht direkt los. Sofian M. sagt, es gibt keinen Beleg, dass es keinen Schöpfer gibt. Es gibt keinen Richtig. Beleg, das uns zeigt, es gibt keinen Schöpfer. Worauf ich wahrheitsgemäß zustimme. Als er allerdings einen anderen Satzbau benutzt, in dem nichts gegen einen Schöpfer spricht, dann widerspreche ich natürlich. Und Sefer, er scheint nicht zu wissen, dass Worte je nach Stellung in einem Satz ganz unterschiedliche Bedeutungen haben können. Zum Beispiel, ich glaube, ex existiert nicht, ist etwas völlig anderes als ich glaube nicht, dass ex existiert. Und in seiner Unwissenheit geht Sofian M. sofort auf mich los und wirft mir vor, ein Lügner zu sein. Sie unehrlicher, dreckiger Mensch. Bisher habe ich sehr wenig gesagt. Sofian M. redet die ganze Zeit und redet sich selber um Kopf und Kragen. Ich brauche da gar nicht viel zu sagen. Er ist ein typischer Kreationist. Unwissend, polternd, dumm und dabei auch noch eingebildet. Er weiß nicht, was eine wissenschaftliche Theorie ist und denkt, das sei so eine Art Ahnung, Bauchgefühl, etwas für die Kaffeerunde unter Freunden. Fakten sind Fakten und Theorien sind Theorien. Es gibt genügend Definitionen und genügend Standpunkte, die beweisen oder die genau aufzeigen, was eine Theorie ist, nämlich eben nicht ein Bauchgefühl. Aber warum fragt er nicht? Warum beleidigt er mich, als ich versuche, ihm das zu erklären? Er merkt gar nicht, was er genau sagt und dass ich ehrlich auf seine Fragen antworte. Und er macht sich zum Idioten. Aber er hat mir tatsächlich einen Beleg nachgereicht. Und was ist der Beleg, dass Wissenschaftler einmütig behaupten, das Universum habe einen Anfang? Hamza Tsotsis. Das ist für ihn, das ist ein Beleg für ihn. Hamza Tsotsis hat das behauptet. Dass der längst als notorischer Lügner entlarvt ist und hier von Professor Krauss ordentlich versägt wird mit seinen verlogenen Äußerungen, das wird nicht zur Kenntnis genommen. Er glaubt, er sei nett, mir Belege zu liefern für seine Behauptungen und kapiert gar nicht, dass Behauptungen ohne Belege auch ohne Belege abgewiesen werden. Wie dumm muss man sein, um das nicht zu kapieren? Wenn ich eine Behauptung aufstelle, muss ich sie beweisen können.
Einfach zu behaupten, dass Wissenschaftler sagen, das Universum habe einen Anfang, ist genauso, als ob in China ein Sack Reis umfällt. Uninteressant. Ich versuche jetzt, ihn vor weiteren Blamagen zu schützen, aber er hört einfach nicht hin. Wie ein stures Kind beharrt er auf seinen falschen Formulierungen. Und dann sagen Sie mir ein Argument, ich lasse Sie komplett aussprechen. Sagen Sie mir ein Argument, ich lasse Sie komplett aussprechen. Das komplett aussprechen dauert bei Sofian M. genau 6 Sekunden. Nein. Dann fällt er mir schon wieder ins Wort. Der Grund, meine Antwort kommt aus einem falschen Buch. Naja, was soll man da noch machen? Klar, es gibt keine empirischen Studien über Götter. Es nennt sich Naturwissenschaften, nicht über Naturwissenschaften. Und er spricht ja Sachen an, die nie zur Sprache gekommen sind. Wir haben nie über Götter oder sowas geredet. Ich habe meist was gefragt und selber kaum was vorgebracht, nur reagiert. Und er liest von seinem Skript ab, ohne sich um die tatsächliche Situation zu kümmern. Richtig armselig. Wieder zeigt er die völlige Ahnungslosigkeit, was wissenschaftliche Themen angeht. Es kommt der übliche Apologetenmischmasch, wo freier Wille und Allwissen zusammenpassen und ein perfekter Gott seine Produkte erstmal testen muss und was für ein inkompetenter Schöpfer das auch ist. Und eben war eine Theorie noch weit weg von Fakten. Und jetzt plötzlich ist die, wie ihr sagt, die Big Bang Theory belegt. Und selber ein Beleg. Nur, dass Sofian M. nicht versteht, was die Theorie eigentlich aussagt. Und völligen Stuss von sich gibt. Er merkt gar nicht, wie sehr er sich hier blamiert und als ignoranten, ungebildeten Muslim outet. Das ist eine Blamage für Muslims allgemein. Ich meine, es ist furchtbar, dass es Menschen gibt, die so wenig wissen. Aber er behauptet, Aristoteles sagt, das Universum könne nicht ewig sein. Wo Aristoteles in seinem Ewigkeiten der Welt genau das anders darstellt. Die Darstellung von Aristoteles wird sehr viel im Islam kopiert und findet sich auch in dem Gott wieder, der als nicht geworden und nicht entstanden, sondern ewig existierend dargestellt wird. Aller Aristoteles eben. Und jetzt kommt noch ein Schuss Sortes hinzu, der hier bekanntlich auch keine Ahnung hat, was unendlich bedeutet. Dass Aristoteles etwas über Supermärkte geschrieben hat, ist mir ebenfalls neu. Genauso wie beim Supermarkt, wenn ich an der Schlange stehe und diese Schlange ist unendlich, ich komme nicht voran, ich werde niemals die Kasse erreichen. Das hat selbst Aristoteles, der Führer der Logik der westlichen Gesellschaft, hat es erkannt. Mann, wenn du die Sachen vorbringst, dann liest die doch erstmal. Aber jetzt wird es noch richtig abenteuerlich. Ursachenforschung wie vor 2000 Jahren. Ohne eine Spur von Quantenphysik. Wenn doch alles abhängig ist von etwas anderem, was ist denn dann der Kausalitätszusammenhang der Götter? Ich kann doch nicht auf der einen Seite sagen, ja, alles hat einen Ursprung und dann, na, das nicht. Aber wieso lautet die Frage, wer und nicht was ist der Ursprung des Universums? Das ist doch pure Projektion, ohne einen Hauch von Sachlichkeit oder nur Wissen. Aber wahrscheinlich belastet das ja nur. Und dann Sand. Und dann wurde daraus ein Palast. Man kann Sand so oft aufeinanderhaufen, auf die etlichsten, verschiedensten Arten und Weisen, wie man will, über die Milliarden von Jahren hinaus. Aus Sand wird immer nur Sand. Sand ist ein seltener Rohstoff als Baumaterial, vor allem Glas. Steine werden zu Sand und Sand wird zu... Ach nee, also es ist eine typische primitive Gebrabbelei des Kindes. Ohne Bildung oder Wissen. Noch nicht mal Begriffe wie Atheist oder Agnostiker sind für ihn klar. Und trotzdem fordert dieser seltsam primitive Mensch andere heraus und blamiert sich dann kläglich. Warum macht ein Mensch das? Ist das, was der Islam mit Menschen anstellt? Lässt Menschen verblödet, ignorant und auf den Koran fixiert? Ja klar, dann blamieren die sich natürlich. Das Buch heißt nicht Kosmos, sondern Kosmos, Himmelskunde, Planeten, Sterne, Galaxien. Und enthält nichts von Anfangsenergie. Ein richtiger Beleg, der beschreibt den Titel, den Verlag, die Edition, das Jahr und dann vor allem die Seitennummer und was da genau steht. So ist das sinnlos. Aber vielleicht soll's ja gerade deshalb so ungenau sein, damit man nichts verifizieren oder überprüfen kann. Man folgt wieder eine typische Aufzählung irrelevanter Daten als Merkmal dieser idiotischen Feintuning-Argumente. Und das ist bar jeglichen Verständnisses. Dann kommen Behauptungen und noch mehr Behauptungen und noch mehr. Ohne Ende. Eine idiotischer als die andere. Ohne Gnade. Schade. Aber es ist völliger Quatsch. Aber da kann man ja nicht mal eine Behauptung anzweifeln, etwas fragen, nachhaken oder eigenes Wissen anbringen.
Wer nicht nach jeder Behauptung Maschallah ausruft, ist automatisch unehrlich. Oder hier, Beispiel, Sonne, Erde. Wäre die Erde auch nur 2% weiter von der Sonne weg, dann hätte es vor Jahrmilliarden eine gewaltige Eiszeit gegeben, welche auch Leben unmöglich gemacht hätte. Er sagt 2% weiter weg. Und 2% sind ungefähr was? 3 Millionen Kilometer. So, die Distanz variiert aber zwischen 146 und 152 Millionen Kilometer. Das sind nicht 3 Millionen, sondern gute 5 Millionen. Jedes Jahr. Das sind Messungen, also Fakten und nicht die sinnfreie Schwafelei, die hier geboten wird. Das heißt, es ist absolute Dummheit, dieser ganze Quatsch, der da vorgebracht wird. Ein Klopser jagt den nächsten. Gibt es Leben auf Himmelskörpern außerhalb der Erde? Ja. Sind wir abhängig von Jahreszeiten? Nein. Leben im Ozean bekommt von den Jahreszeiten nicht überall etwas mit. Die Wiege der Menschheit liegt in einem Gebiet ohne Jahreszeiten. Noch nicht einmal der Monsun kam bis dorthin. Weil die Erde eine Krümmung hat, eine Neigung hat, von 23,5%. Die Krümmung heißt Ekliptik, ist nicht fix und beträgt auch nicht 23,5 Grad. Auweia, nimmt denn diese Ignoranz gar kein Ende? Oder vielleicht ist das ja am Ende Satire und ich falle hier gerade drauf rein. Ich meine, die Verschiebung ist seit 150 Jahren bekannt und ist hier schön dargestellt, mitsamt den Auswirkungen und wie wir das heute recht einfach mathematisch belegen, berechnen und vorhersagen können. Alle kennen das, nur bis zu diesen Islamopisten hat sich das noch nicht rumgesprochen. Steht ja auch nicht im Koran. Aber ich versuche trotzdem nochmal zu helfen, aber da ist nichts zu machen. Ich versuche dann wenigstens irgendetwas zu retten und mal ein einziges Faktum auf den Tisch zu bringen. Ohne Erfolg. Es geht stur weiter, obwohl ich gerade schon das, was jetzt kommt, bereits vorher als absurd abgetan habe. Es gibt kein Halten. Aus dem Nix. Aus dem Nichts. Von Nix kommt nichts. Hier versagt Sofian M. schon wieder kläglich. Wieso sind seine Argumente allgemeingültig? Nur wenn ich sie dann auf seinen Gott anwende, gelten die plötzlich dann doch wieder nicht. Meine Bitte doch mal, einen Gott dann zu definieren, scheitert auch. Völlig. Ich kann doch kein Auto definieren und beschreiben, was es ist, indem ich sage, es heißt Emil. Allah ist der Name Gottes. Völliger Blödsinn. Aber das geht immer so weiter. Er behauptet etwas, ich sage, warum das nicht stimmt, ich werde als unehrlich tituliert und der Gesprächsabbruch wird angedroht. Und so geht das die ganze Zeit. Er schafft gerade noch eine seiner Quellen zu nennen, ein Endziel.de mit ein paar Filmchen von Marcel Krass, einem Nichts von einem Menschen. Sinnlos, überflüssig, ohne Argumente oder Fakten, nur leeres Gesäusel. Und Sofian M. fängt jetzt an zu predigen und ich versuche noch ein letztes Mal einen Funken Verstand rauszuholen, aber er kann nicht mehr. Er schwafelt was von einem allmächtigen Gott. Der allmächtige Schöpfer. Und dann frage ich ihn ja, okay, was ist denn dann an allmächtig? Kann er denn ein unzerstörbares Objekt herstellen? Und jetzt verzweifelt er. Wie kann ein einfacher Mensch, wie ich es nun einmal bin, einen Gott ad absurdum führen? Das übersteigt jetzt das Fassungsvermögen des Gehirns von Sofian M. Und er tickt vollkommen. Er kann sich mal ausreden lassen, das ist noch nicht fertig mit dem Satz, du Heuchler. Sprach's und verschwand. Auch ein Islamopist, der nach eigener Aussage beschränkt ist, hat nun mal seine Grenzen. Und was haben wir denn jetzt gelernt? Eigentlich überhaupt nichts. Alles, was Sofian M. vorgebracht hat, ist das jahrhundertealte Christengesäusel von Muslimen kopiert und in brutal vereinfachter Form an den Mann gebracht. Jeder halbwegs intelligente Mensch durchschaut das grausame Spiel und kann es lächerlich aussehen lassen. Insofern, M. ist ja nicht alleine. Ich meine, andere Apologeten sind ja genauso verlogen und versuchen, andere Menschen zu täuschen mit ihrem kindischen Blödsinn. Aber ich will hier nicht enden, ohne eine Behauptung zu belegen, die von Sofian M. fälschlicherweise gemacht wurde, die ohne Beleg gemacht wurde und daher von mir ohne Beleg zurückgewiesen wurde, die Frage nach dem Anfang des Universums. Und das wurde ja lange von Dr. William Lane Craig und anderen Christen benutzt und von Hamza Zortis Kopier und vom Adam Dean auch oder anderen. Keiner hat das Argument richtig verstanden, was ja dann erst von Professor Krauss und später dann von Professor Carroll bewiesen wurde. Viele Christen und die Muslime, die sie kopieren, benutzen Wortfetzen von Wissenschaftlern wie Barrow oder Tipler oder Borde, Gut, Wilenkin und wie sie alle heißen, ohne zu verstehen, was deren Aussagen eigentlich sind. Als sie mal gefragt wurden, ob denn die Apologeteninterpretation zulässig sei, verneinten die natürlich. Und diese ganze Rumdruckserei um die Entstehung des Universums ist völlig albern. Wenn, auch wenn das Universum einen definitiven Anfang gehabt hätte,
würde dies weder bedeuten, dass hier ein übernatürliches Wesen am Werk gewesen sein könnte, und schon gar nicht, dass dies ein Beweis dafür ist. Hier geht die Fantasie mit den Apologeten einfach mit ihnen durch. Schade, dass Menschen wie Sofian M. nur gedankenlose Sätze hervorbringen können und jeden Blödsinn glauben, solange er von anderen Muslimen kommt, und sich so nur blamieren. Danke fürs Zuhören.